Jeder siebte Landshuter ist in der Landwirtschaft oder weiterverarbeitenden Industrie tätig. Die Landwirtschaft erhält teilweise die bäuerliche Großfamilie und sorgt dafür, dass die Kinder nicht in den Kindergarten und die Großeltern nicht ins Altersheim müssen. Und die bayerischen Landwirte haben 2014 den European Bee Award gewonnen, weil sie Blühstreifen am Feldrand anlegen. All das waren Erkenntnisse des agrarpolitischen Dämmershoppens der VR-Bank Landshut in Altfraunhofen. Die Landwirtschaft hat ein positives Erscheinungsbild. Ich kriege das mit, ich habe vier Kinder, da waren zwei in der Ausbildung. Und da, wenn sie eingestellt werden oder Einstellungstesten, dann heißt es, die kommen aus der Landwirtschaft, die nehmen wir gern. Und es ist auch überall in der Sommer, fahrt es oft, auch im Gemeinderat oder in den Vereinen, dass die Landwirte angesehene Leute sind. Um die Finanzierung seines neuen Projekts muss sich Martin Wimmer derzeit nicht so viele Gedanken machen. Der Ferkelerzeuger ist 2015 zum Landwirt des Jahres gewählt worden. Von der Prämierung habe ich quasi ein Preisgeld, 1000 Euro für die private Verfügung, da wird es Mitarbeiter festgeben. 10.000 Euro sind zweckgebunden. Wir werden es nutzen, um quasi in unserem Neubau eine Möglichkeit zu schaffen, dass viele Besucher auch von außen in die Stallungen reinschauen können, ohne die ganzen Hygienegeschichten durchzumachen und der breiten Öffentlichkeit Landwirtschaft besser klarzumachen. Bei Georg Steckenbiller ist die Stalltür immer offen. Mithilfe seiner Milchtankstelle im Salzdorfer Tal versucht er auch, mit den Verbrauchern ins Gespräch zu kommen. Das große Thema ist natürlich auch die Massentierhaltung. Was ist Massentierhaltung? Das ist die große Frage. Wo geht das an? Kann das einer definieren? Und ich sage immer, große Bestände müssen eigentlich sehr gut gemanagt werden. Weil desto größer der Bestand ist, desto höher ist die Anforderung an den Betriebsleiter. Zur Klärung solcher Fragen helfen vielleicht auch in Zukunft solche Veranstaltungen wie der Dämmershoppen. Hier können sich die Landwirte mit Berufs- und Verbandskollegen austauschen, rege diskutieren und Unklarheiten beim Verbraucher ausräumen.